Das knisternde Staniolpapier, ein zarter Schmelz, der Duft von Kakao und das Knacken eines einzelnen Stücks. Nicht nur die Werbung hat den Schokoladenkonsum sinnlich gemacht. Schokolade selbst ist süße Verführung und Mythos zugleich. Ob als Tafel, Riegel oder Praline, Schokolade soll glücklich machen, die Durchblutung fördern und sogar sexuell stimulieren. Sie kennt sich mit Schokolade in Reinform aus. Schokolatiere Kerstin Speer hat den Schmelzgenuss zum Beruf gemacht und eine Pralinenmanufaktur in München eröffnet. Schokolade ist ihr persönliches Glück. Macht Schokolade also glücklich? Wichtig ist einfach nur, dass ich mir Zeit nehme, die Schokolade, die ich essen möchte, wirklich zu genießen, nicht einfach zur Frustbewältigung runterschlucken, sondern wirklich genießen, runterkommen. Damit habe ich mein Lebensgefühl, glaube ich, wesentlich gesteigert und dann bringt es auch Freude. Und Freude wird zum Glück. Auch der Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner kennt sich mit dem für das Gemüt so wertvollen Erbe der Azteken aus. Es ist die Zusammensetzung, die den guten Ruf der Schokolade ausmacht. Es ist diese Kombination aus Zucker und aus Fett, und zwar sehr wohlschmeckendes Fett, was durch das Schokofett hier beigesteuert wird, was als sensorisch sehr angenehm empfunden wird. Und gerade diese Zucker-Fett-Mischungen werden vom Menschen als sehr angenehm, sehr sämig, sehr wohltuend empfunden und haben dann auch eine entspannende Wirkung. Trotz der Entspannung auf der Waage ist die schnell vorbei. Denn unbestritten ist, Schokolade in Mengen macht dick. Eine Tafel entspricht im Hinblick auf die Kalorien einer kompletten Mahlzeit. Dennoch isst jeder Deutsche im Durchschnitt 10 Kilo Schokolade im Jahr. Wer sein schlechtes Gewissen mit der Bitter-Variante der Schokolade beruhigen möchte, trickst sich jedoch selbst aus. Gut, was ist hier gemacht? Man hat halt den Zuckeranteil reduziert und ersetzt durch Schokofett. Also am Energiegehalt ändert sich dadurch nichts, der kann sogar ansteigen. Einen positiven Effekt auf die Gesundheit hat die Schokolade mit hohem Kakaoanteil trotz der Kalorien. Es gibt Studien, wo man sich angeschaut hat, was macht denn Schokolade im Organismus. Da kann man tatsächlich sehen, dass bestimmte Inhaltsstoffe zum Beispiel die Gefäßfunktion verbessern, also die Durchblutung verbessern. Zwar nur kurz, das flaut dann schnell wieder ab, aber das ist eine durchaus günstige Wirkung. Jetzt kommt aber der Punkt, dafür braucht man sehr wenig Schokolade. Da reichen 2 kleine Stücke eigentlich schon. Seelentröster, Pausensnack oder Lebensgefühl. Schokolade, wie wir sie heute kennen, hat mit der ursprünglichen Form von vor 400 Jahren nicht mehr viel zu tun. Vielmehr sind Pralinen und Tafeln eine europäische Erfindung. Das Produkt wird stetig variiert und verfeinert. Den Sex versüßt Schokolade aus wissenschaftlicher Sicht dennoch nicht. Kakao enthält zwar ein Glückshormon, das unser Körper auch produziert, wenn wir verliebt sind, aber die Menge ist viel zu gering. Es ist wohl mehr die Lust am Genuss, die Schokolade so verführerisch macht.